Silas Kaina. Oh ja. Nusch Isila Suschelheim Bewinja Lausha. Sushbugistar Palma. Manuai Stakar Subima Baya Madi. Oh ja, liebend gerne machen wir den Uhl noch platt, aber alles zu seiner Zeit, dem schnibbeln wir auch noch sein Ohr. Wobei, wenn wir das machen, ich habe gar keine Erfahrung mit sowas, wenn wir das machen, mache ich das vielleicht falsch und dann ist Sila ganz schön böse auf uns und dann schnibbelt sie vielleicht Takar das Ohr ab. Das will ich nicht. Ja, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry Primal. Neue Aufnahmesession und Belohnungen. Gibt es eine Hörschau? Das wäre ja wunderbar, wenn wir die hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir was brauchen. Sieht aktuell nicht danach aus. Wobei, hier ging gerade Fleisch rüber. Naja, leider keine seltene Hörschau. Leider, leider nichts. Die müssen wir uns einfach verdienen, indem wir einfach einem seltenen Weißhirsch begegnen. Na gut. Dann könnten wir ja Marshütte errichten und dann hätten wir auch den Doppelbogen. Und ja, Doppelbogen, den haben wir gerade wieder gesehen. Oh, es wird wieder schöner. Unten ist ein Mammoth, der Doppelbogen. Den haben wir von Batari mitgebracht, das haben wir auch gesehen. Und den haben wir eben leider noch nicht. So ein Quatsch eigentlich. Wir müssen dennoch ihre Hütte... Wollte uns da gerade jemand sehen? Wir müssen dennoch ihre Hütte bekommen. Auf die nächste Stufe bringen. Und erst dann bekommen wir einen Doppelbogen. Also das entspricht wieder entgegen jeglicher Logik. Aber hey, was ist schon bei Ubisoft logisch? Habe ich jetzt Ubisoft rausgekramt? Das gilt generell für Spiele. Aber, oh, was ist denn das? Vernichten. Brenne das Lager nieder. Das Lager etwa. Schnee, Schwalder Außenposten. Den werden wir angehen, aber heute habe ich einfach mal zu Beginn einer Aufnahmesession Lust auf so Nebenkram, von dem es ja unzählig viel gibt, ne, wenn wir mal auf die Karte blicken. Und mal rauszoomen. Boah, das war zu weit, da waren sie wieder weg. Alles orange. Das noch alles in dem Let's Play, oh Gott, da unten unterzubringen und die ganzen Fragezeichen und die ganzen Höhlen. Das würde an die 200 Folgen gehen oder alles einsammeln. Werden wir sehr wahrscheinlich nicht machen, aber ich nehme das mit, worauf ich Lust habe. Und jetzt habe ich auf eine Vernichten-Mission Lust. Vernichten kann ich mich auch ganz schnell, selbst wenn ich nicht aufpasse. Wir sind noch ohne Tier unterwegs. Da kommt was an. Ich schätze mal ein Wolfsrudel, weil die zu 14. Die wollen uns ärgern, oder? Laufen die uns weiter hinterher? Hä? Jetzt bleiben sie gerade eben mal stehen, deswegen zögere ich noch einen Moment. Oh, Tapire. Hoppa, hoppala. Ja, Vorsicht. Aber so geht das schon. Wer schreit da so? Hallo, hallo, warum? Wieso und weshalb? Hä? Oh. Blödes Vieh, du. Haust ab. Haut alle ab, ja? Dann haben sie wieder Schiss, wenn sie einfach mal ein paar auf die Mütze bekommen. Dann merken die sich das so für 3 Sekunden und dann haben sie es wieder vergessen. Ich könnte mir mein Tier wiederholen, aber wenn ich die Mission angehe, vielleicht muss ich da ja lautlos sein. Nein, ich wollte eigentlich pflücken. Au! Wo? Ach, denn. Ihr blöden Viecher, ich mag das nicht. Aber hey, hat sich gelohnt. Neuer Fähigkeitenpunkt. Dann holen wir uns jetzt mal die Mission ab und ich heile uns erstmal. Mampf! So, ich habe schon gesehen, vernichten hast du ausgeschrieben. Nein, meine Mission will hier bleiben. Oh, das ist ja ein Seelenzahn. Erst heilen, nicht so lange zögern. Hoffentlich bleibt meine Mission am Leben. Ich zieh dich an, komm her. Sieht aus. Blödes Vieh hier. Jetzt brennt es. Jetzt macht das nicht. Ah, ist ja lustig. Der will sich. Der will das Feuer löschen. Na, halt. Das ist schön. Schlag dich. Das gefällt dir nicht, wie er sich wieder rollt. Das ist ja cool. Hier ist jemand. Oh Gott, unsere Mission brennt nieder. Ich gehe jetzt schnell hin und nehme die erstmal an. Kommt der Mammut an? Nee, schreit bloß. Reden. Damchawanash. Halpahu Guarguanash. Hatrapa Winje. U
Udamwantarsanji Takar. Tutuis Hadamas. Auf der Karte hinzugefügt. Jetzt ist er gestorben, der Säbelzahn. Oder war es noch ein anderes Tier? Und noch ein unentdeckter Ort. Also auf der Karte, auf der Minikarte sehe ich aktuell nichts. Dann schaue ich mal hier nach. Vernichten, brenne das Lager nieder. Jetzt ist es auf einmal da hinten. Na gut, wir haben ja bloß hier die Mission angenommen. Ist das jetzt eine andere? Ich gehe einfach mal hin. Ich werde sehen, ob das das Lager ist. Es muss auf jeden Fall ein sehr kleines Lager sein, weil ein großes ist ja hier nicht mehr. Außer eben in der anderen Richtung da hinten. Dann haben wir hier eine Klettermöglichkeit. Wunderbar. Ich mache mal kurz die Fackel aus, denn nee, es wird noch nicht Tag, aber ich brauche sie gerade nicht. Aktuell ist kein Säbelzahn in unserer Nähe, den wir anzünden könnten. Oben brennt's, was ist denn das? Ach, das ist Leuchtfeuer. Man sieht es wirklich sehr deutlich. Ein Leuchtfeuer eben. Es leuchtet im Dunkeln. Da hinten ist wieder ein Säbelzahn. Er sieht uns. Dann komm mal her. Na komm. Lauf direkt rein. Komm, wir brennen dir deinen Bürzel ab. Wie er Schiss hat. So, hier kann ich nicht hoch. Er ist immer noch hinter uns. Oh, er brennt, glaube ich, gerade, oder? Er sind die Flammen gerannt. Was für ein Dusseltier. Aber mir soll es recht sein. Dann bin ich mal gespannt. 50 Schritte noch. Dann bleibe ich jetzt mal eben hier und schau mal, ob ich jetzt böse Buben erkenne oder ob das wieder ein Annahmepunkt ist für eine Mission. Ja, da können wir doch bloß wieder eine Mission annehmen, oder? Das ist ein Tier. Das ist ja Quatsch. Hier können wir eine gleiche Mission, also des gleichen Typs, annehmen. Oder ist es das einfach? Dieses Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Es ist wieder was zum Vernichten, aber nicht das mit dem Essen. Aber hier habe ich immerhin eine Wegmarkierung. Das ist mir eindeutiger als so, auf der Karte wurde was hinzugefügt. Aber in der direkten Umgebung ist nichts. So, wir sollen es niederbrennen. Ich mache mal hier eben kurz aus. Erstmal aufdecken. Wir müssen nicht lautlos vorgehen. Ich könnte es, wir müssen es aber nicht. Aber ich würde ganz gerne erstmal schauen, ob wir hier wieder eine Petze haben. Die würde ich nämlich zuvörderst erledigen. Alles noch sehr nett. Alles Nahkämpfer und so ein Kram. Also bisher keiner, der Verstärkung rufen würde. Da stehen zwei, die könnte ich eigentlich mit einem Splitter-Takedown erledigen. Ich greife jetzt einfach mal hier an. Einfach mal schön in die Mitte. Jetzt werden die sich bestimmt etwas verteilen, weil sie gesehen oder gemerkt haben, oh, unser Kollege ist ja gestorben. Na, das ging in den Stein. Das ging direkt in den Kopf, so mag ich das bei den blöden Udam. Auch ohne Langbogen? Ist doch der Langbogen, ne? Ja. Weil der normale Bogen wird ja etwas angewinkelt. Das mache ich nicht aus der Entfernung. Dann bringe ich erstmal alle um und dann brenne ich nieder. Ich bin, glaube ich, gefangen. Hat der Hans jetzt was mitbekommen oder ist hier noch jemand in der Höhle? Da ist noch jemand. Takedown. So, direkt wieder nach rechts und es wird wieder Tag. Ist da noch jemand? Da. Ah, der war schon markiert. Auf jeden Fall kam jetzt kein Wum, Wum. Können wir hier durch? Ja, wunderbar. Ich muss es nicht unbemerkt machen, aber ich will es gerade. Einfach weiteres Training für die noch verbleibenden wenigen Außenposten. Die gucken alle nicht hier hin, deswegen hole ich mir mehr Erfahrungspunkte per Ketten-Takedown. Ich stehe nah genug beieinander. Und weh. Und weh. Wie weg. Fein. Dann wird jetzt niedergebrannt. Ich mach's mit Fallen. Stimmt, erstmal was herstellen. Wir sind ja nicht ganz voll. Ja, die Fähigkeit. Na gut, wir hätten hier was zum wieder anzünden. Wäre ganz nützlich, wenn wir unser Zeug direkt
angezündet haben, weiterhin angezündet haben. Also eine Fähigkeit von Roshani. Aber jetzt mache ich es einfach mal so mit Tierfett. Hier nehme ich mir jetzt mal das Feuer. Komm mal her. Hier steht auch noch was. Weiß gar nicht, ob es noch gleich etwas gelblich blinkt, aber hey, weg ist weg. Es reißt auf jeden Fall ein und das ist ja schon mal gut. Er reißt noch mehr ein. Was? Da hinten ist noch jemand? Wo kommt denn ihr her? Hinter uns ist auch jemand, aber hier vor allen Dingen. Das war noch erwischt. Ich meine, das war voll daneben. Da kommen noch mehr an. Nee, 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 du wirst ja keinen Speer, du blöder Hans. Mal gucken, vielleicht haben wir es jetzt gleich schon geschafft. War hier hinten nicht noch was? Da ist auf jeden Fall jemand, der uns sehen möchte. Hat der Badari gerufen? Ist doch ein Udam. Hier, fang. Du blöder Tobsuchtbombenwerfer. Na, jetzt habe ich nicht getroffen. Oh, dafür aber da. Hier haben wir noch zwei was zum Umbringen. Ups, also umbringen, anzünden meine ich. Auf Nahkampf habe ich gerade keine Lust. Wo guckst denn du hin? Oh Gott, ich treffe nicht. Oh Gott, ich treffe nicht. Na, nur sowas. Wie lange zählst denn du? Jetzt hast du keinen Bock mehr, oder wie? Was machst denn du? Du bist echt blöd, du bist ein Udam. Kann ich verstehen. Dann hier die Knochenbäume vielleicht noch. Ja, die blinken auch. Es war zu früh. Die fallen noch um. Und jetzt sollen wir aus dem Gebiet noch entkommen. Und da kommen wieder Udam an. Okay, also unbemerkt hätte man hier wahrscheinlich gar nicht sein können, weil die immer wieder zu ihrem Lager zurückkommen. Aber hey, wir haben vernichtet. Ein Stamm, ein Lager. Den Stamm haben wir noch nicht ganz vernichtet, aber das kommt noch. Oh, jetzt bleibt der stehen, der Arsch. Jetzt bewegt der Arsch sich wieder. Ich will meinen Fähigkeitspunkt haben. Der kam noch gar nicht. Oh, wie hat der geworfen? Der hat gar nicht. Hat seinen Arm gar nicht bewegt, oder? Ich will ihn aber auch gar nicht treffen. Jetzt habe ich gleich keine Pfeile mehr. Jetzt. Dann schnell noch ein paar herstellen. Wir haben ja eh genug Holz dabei. Und dann ziehen wir weiter. Eigentlich wollten wir ja was ganz anderes machen. Ihr wollt mich noch... Oh, da hinten sind zufällige Begegnungen. Fähigkeitspunkte und sowas. Aber jetzt wird erstmal auf die Karte geblickt. Oh, da ist der Außenposten direkt in der Nähe. Ja, dann gehe ich mal weiter hoch, damit die uns verlieren. Weil ich will jetzt unbemerkt den Außenposten da angehen. Das habe ich vor, weil da gibt es maximale Ausbeute. Wer sieht denn uns die ganze Zeit? Der ist da unten, okay. Ach, da. Komm mal her. Da waren zwei Anzeigen. Also einer müsste uns ja noch sehen. Das sind mehrere. Kommen die alle aus ihrem beknackten Außenposten raus? Von wo jetzt? Hallo? Wie viele sind denn das auf einmal? Ich könnte mir meinen Blutfang holen. Aber wenn das hier noch bloß zwei sind, dann pfeife ich eben mal drauf. Oh. Jetzt kommt da noch ein Wildtier an, oder? Matschisch. Matschisch bist du im Kopf. Oh, ist ja noch ein Udam. Und da will uns schon wieder einer finden. Hallo, ich glaube, die kommen aus ihrem Loch da hinten. Ah, jetzt kommt ja ein Dicker an. Moment, der kann mal herkommen. Von mir aus kann er herkommen und dann ist hoffentlich Schluss. Ja, komm, ich habe nicht ewig Zeit, du blöder Hans. Du Prügelhans, sehr genau, renn los. Ich glaube, das was wird. Nein. Ich habe jetzt keine Lust, ihn groß zu bekämpfen, deswegen soll er mal rankommen. Es wirft Netz. Haha, daneben. Und nein, jetzt kommen noch mehr. Also ich glaube, ich bin ja auf einer falschen Fährte. Sagui. Jetzt werden wir auch noch mit den blöden Bomben beworfen. Ich habe eine andere Idee. Eine vielleicht bessere. Wenn hier noch immer mehr kommen, dann mache ich so. So. Und du machst hier alle platt, die in der Umgebung sind. Oh, da ist ein Venger. Du bist auch ein Venger. Das ist schön. Und jetzt lasst uns in Ruhe. Mann, kann ja wohl nicht wahr sein. Aber schön, der wirft mit einem Stein und ich duck mich einfach und er wirft drüber. Herrlich. Macht Spaß. So, wir wurden schon lange nicht... Hier war ein Tier. Aber hier war auch ein Grünblatt. Das habe ich nämlich eigentlich anvisieren wollen.
Wir wurden schon lange nicht mehr entdeckt, deswegen nehme ich mal an, werden wir jetzt erstmal nicht wieder entdeckt, außer ich laufe wieder jemanden direkt in die Augen. Meine. Oh, ich höre einen Mammut. Mit dem könnten wir da auch reinrennen, mit so einem Baby-Mammut, wenn hier eins wäre. Oh, hallo. Das blöde Vieh nervt mich doch jetzt, wenn ich da was machen will hier. Oh, ich dachte schon, er greift uns weiter an. Naja, ich mach's mal. Was für ein Tier. Tschüss. Heute ausnahmsweise mal niemanden umgebracht, so bin ich eben auch mal. So, hier was herstellen, hier können wir auch noch was herstellen. Eine Club-Aktion beendet. Was habe ich denn gesammelt? Das war doch nochmal ein ganz normaler Höhlenbär. Braunbär, Entschuldigung. Hier nehme ich im Vorbeilaufen mit. Schmatz. Und da wird schon sowas wie getrommelt. Oh, die sind ja blöd mit ihrem Außenposten. Kann ich da hoch? Bestimmt ja. Oh, coole Musik. Aber echt eine beschissene Lage, wo wir hier sind. Ah, da könnten wir auch. Und das will ich gerne machen, weil von oben kämpft sich's einfacher. Da kommt mir diese Erhöhung hier gerade richtig. Ich gehe mal in diese Ecke hier. Hoffentlich fliegt Eulus nicht gleich direkt gegen den Stein. Und dann schauen wir uns das mal an. Etwas tiefer, damit ich auch mehr sehe. Jetzt etwas langsamer, damit ich mehr von mitbekomme, was ich sehen könnte. Da wäre einer, da wäre ein Petzer. Alles klar. Was? Heika-Kaka? Komisch. Ich höre schon wieder ein wildes Tier. Ach, da. Da ist nix. Hier würde ich ganz gerne noch was finden. Aber was hier alles aufleuchtet, sind das alles sammelbare Gegenstände, also Beutel. Sieht so aus, ne? Tja, ich könnte erstmal das Tier freilassen, aber ich werde mich erstmal um den Petzer kümmern, weil Verstärkung, das ist das, was ich jetzt am wenigsten möchte. Kann ich da noch reinlunzen? Ja, aber ist niemand zu sehen. Zack. Unser Vorteil ist, wir haben erstmal markiert. Und ich will direkt mal wieder die Splitter aus. So, was machst du, Bub, da unten? Ich glaube, du willst dran glauben. Zum Glück ist der jetzt nicht einfach losgerannt. Hier könnte ich einen Tod von oben anwenden, will ich aber nicht. Weil da würde ich ja meine Position aufgeben und da unten werde ich vielleicht gesehen. Was? Achso, Schnee, Schwall da Außenposten. Das war jetzt. Ich dachte schon, haben die uns jetzt entdeckt, aber nee. Der hat gepfiffen und die Einblendung war was ganz was anderes. Oh Gott. Jetzt habe ich ihn dahin gelockt mit einem Pfeil. Irgendwie wollte ich den Schuss jetzt nicht abbrechen, den Pfeil. Kopfschuss. Das davor war kein Kopfschuss, aber es hat schon gezählt. Eulus ist ja schon längst wieder bereit, also nächster Einsatz. Vielleicht wurden jetzt noch ein paar aufgemischt und da können wir noch jemanden sehen. Der kommt zu uns, deswegen lasse ich ihn jetzt. Ich schnapp mir lieber einen von weiter hinten. Weil um den hier vorne kann ich mich höchstpersönlich kümmern. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich war sowieso, ja, doch ganz gut. Hier oben sehen die uns nicht, wir sind viel zu weit oben. Jetzt rennt er wieder weg. Aber Kopfschuss ist Kopfschuss. Und der ist tödlich. Dann locke ich den schon mal an. Na, da kommen sogar mehrere. Ist jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Ich glaube, einen schnappe ich mir. Oder wird. Oder bedeutet der rote Punkt nicht automatisch Kopfschuss, sondern allgemein ein Schuss und er ist komplett tot. Okay, hat gewirkt. Der kam soweit an. Dann wird er jetzt seine Kollegen angreifen. Aber den erledige ich noch, weil dann ist es etwas fairer. Im 1 gegen 1 und da hinten, ja, werden wir gleich mal sehen. Aber, oh, Eulus, ja, ist wieder bereit. Die 40 Sekunden sind schon um. Und auch diese Folge ist um. Wir machen damit einfach in der nächsten Folge weiter. Und ich bin ganz sicher, das wird erfolgreich sein. Außer ich stelle noch irgendwas Blödes an.
Aber mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.